Nicht nur der Super Bowl hat uns letzte Woche den Schlaf geraubt, nein, auch der Karneval. Denn dann heißt es ja im Rheinland immer Ausnahmezustand. Und wir haben für Sie die absoluten Profis unter den Feiernden gefunden. Ich sag's Ihnen, die zwei, das ist die Speerspitze. Dina und Pia sind bei mir. Ihr kommt aus Riedberg und ihr feiert gleich noch in den Zelten. Was geht denn da? Da geht die Party, genau. Die Karnevalsparty. Erst im Südtor und dann im Ennewurzelt. Seit wann haltet ihr schon durch? Seit 2000. Seit 2000. Die ziehen das durch. Seit 24 Jahren feiern die Karneval. Die sind seit 24 Jahren wach. Und die sind 18. Das musst du schaffen. Ja, wenn die beiden nächstes Jahr noch immer da stehen, dann bin ich wirklich beeindruckt. Dann feiern die ja quasi Silberhochzeit in Karneval. Wenn man das so sagen kann. So, aber auch wenn Karneval gefeiert wird, gilt, das Verbrechen schläft nicht. Und in Langenfeld, das liegt hier zwischen Köln und Düsseldorf, Sie müssen tapfer sein. Da ist wirklich etwas sehr Schreckliches passiert. Die Getränke lagerten in zwei solcher Anhänger auf dem Gelände des Sportvereins. Doch als am Wochenende zwei Helfer nach dem Rechten schauen wollten, war schnell offensichtlich, dass nachts Diebe da waren, und zwar wählerische. Und dann haben sie beide festgestellt, dass die Kühlwagen aufgebrochen waren und sämtliches Kölsch geklaut worden ist. Alt haben sie stehen lassen, Cola, Limo, Wasser, Kölsch war weg. Kölsch geklaut, alt stehen gelassen. Oder wie die Ermittler sagen, das waren gottverdammte Profis. Wer will alt klauen? Ich glaube, auf die Altfässer, da hatte sogar noch einer 100 Euro gelegt. Und die haben trotzdem gesagt, nee, fass das nicht an. Bah. So, an Karneval hat ja aber nicht nur der Alkoholhochkonjunktur, sondern auch die wahre Liebe. Und besonders Frauen dürfen sich da über die besten und cleversten Anmachsprüche freuen. Hey, jetzt haben wir mal eine Frage. Ja? Ja? Was ist der beste oder schlechteste Anmachspruch, den Sie jemals bekommen haben? Also gestern ganz frisch von so einem in eurem Alter, auf alten Schiffen lernt man segeln. Ist so. Sie ist natürlich trotzdem mit ihm mitgegangen, weil es einfach ein Hammerspruch, Hammerspruch. Ja, an Karnevalberichte fürs Fernsehen zu machen, das ist schon hart, weil zwischen all den Jecken und Besoffenen, ne, da musst du trotzdem dein Ding durchziehen und das ist nicht einfach, ne, weil das färbt ab, auch wenn man selbst nüchtern ist. Und ich habe jetzt eben gerade gehört in der Regie, dass wir jemanden gefunden haben, der diese tolle Tasche gewinnt. Offensichtlich hat jemand bei unserer, kannst du es gerade nochmal sagen, ich habe es nicht gehört. Vera Merz aus Bosbach, herzlichen Glückwunsch. Osbach, herzlichen Glückwunsch. Moosbach, so. Werner Merz, Vera Merz. Oder ist das richtig? Richtig. Friedrich Merz aus Bosbach, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Vielleicht sollte er sich einen Beruf suchen, wo man nicht sprechen muss. Aber nur eine Idee. Im HR habe ich noch das hier gesehen. Da haben die Hessen mal wieder gezeigt, dass sie eine Karnevalshochburg wie Köln in Sachen Stimmung in nichts nachstehen. Die Red Diamonds Cheerleader, die wollten nämlich alle unbedingt mal mit beim Frankfurter Fastnachtszug sein. Und das haben natürlich ihr möglich gemacht. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch was sehen. Kommt, laufen wir weiter. Könnt ihr mir was zeigen, was ihr Tolles macht als Cheerleader? Ja, zeig mir mal was, komm! Die neue Cheerleader-Gruppe. Oh, jetzt sind sie schüchtern. Freunde! Das ist Sonja Kraus, oder nicht, ne? Ist das Sonja Kraus? Da hatten sie wohl keinen Bock, der Sonja Kraus was zu zeigen. Das waren wohl nicht ihre Cheerleader. Ja.